Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Red Bull Salzburg. Erneut ein 1:0 gegen die Austria. Christoph Freund, heute keine Spielanalyse, sondern wie geht's? Matthias Jeißle, was habt ihr jetzt am Telefon schon besprochen? Ja, Matthias geht's ganz gut. Er hat milde Symptome, er ist zu Hause. Er hat das sehr, sehr nah mitverfolgt, war immer zugeschaltet eigentlich mit den Analysten und hat mitgefiebert. War ja sehr, sehr spannend und ist jetzt natürlich sehr happy, dass wir diesen wichtigen Sieg heute da erringen konnten, weil es war überhaupt nicht einfach und ja, im Endeffekt ein richtiger Arbeitssieg. Aber ganz ein wichtiger Sieg, weil die Woche war einfach nicht einfach für die Mannschaft, nach dem Unentschieden in Ried in letzter Minute und dann dem Spiel in Wolfsburg, wo wir ein richtig super Spiel gemacht haben und es unbedingt entscheiden wollten und das nicht geschafft haben, die erste Niederlage, dann das mit Matthias noch kurzfristig dazu und ja, drum Hut ab, dass wir das Spiel heute trotzdem gegen eine sehr, sehr gute Austria Wien gewonnen haben, die was einen sehr guten Fußball gespielt haben, wie ich finde. Karim Adeyemi, ein Faktor zum Sieg warst du hast mir draußen erzählt, der zweite Ballkontakt von dir war das Tor. Wie hast du das Match, erste und zweite Halbzeit natürlich gesehen? Ja, ich glaube, erste Halbzeit ein bisschen Schwierigkeiten gehabt gegen die Austria, aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, sind besser aus der Halbzeit gekommen und dann, ich glaube, am Schluss verdient dann gewonnen. Christoph Nister mit der ersten Frage, bitte. Frage an den Karim, du hast jetzt kein leichtes Spiel gehabt in Wolfsburg, weil du dann zunächst auf der Ersatzbank sitzt. Wie gibt es dann auch das Seele, wenn du dann reinkommst, sofort wieder mit dem Spiel auf das Sieg da machst? Ja, ich freue mich immer, wenn ich der Mannschaft helfen kann. Aber natürlich jetzt nach dem letzten Spiel umso mehr. Also. Ja, wie gesagt, Wolfsburg war nicht einfach, aber das ist schon abgehakt bei mir und bei der Mannschaft, glaube ich. Ja, weil so ist der Fußball und unser Fokus war voll auf heute und die drei Punkte waren sehr wichtig. Christoph. Ja, ich bleibe bis Sommer. Ja. Nicht übertreiben. Christian Hackl. Ja, das ist alles Datenschutz, aber es sind diese blöde Virus. Darf ich das sagen, ist der Trainer die ihn? Na, wir geben grundsätzlich über keine einzelne Person irgendwas raus. Also das ist zusammen in der Vergangenheit verblieben und werden wir in Zukunft machen. Und sind, wir wollen natürlich als Verein, das ist sehr, sehr wichtig, das ganze Präventionskonzept und alles drumherum. Man sieht ja, dass das wieder zunimmt, aber wir haben das bis jetzt ganz gut hinbekommen und das hoffen wir auch für die Zukunft. Aber dass wir mit dem Virus einfach leben, ja, es ist gerade so. Und nein, aber müssen wir ja nichts verheimlichen und ja, es ist so und ja, er hat jetzt milde Symptome, ich habe es selber gehabt und es ist einfach so, dass man sich nicht, es kann über Kinder, über ganz egal, es ist keiner gefeit davor. Ja. Christoph. Zur ersten Frage, ja, ist ein bisschen andere Perspektive, aber es wird kein Dauerzustand sein. Aber wir haben einfach alle Kräfte ein bisschen gebündelt. Es sind auch Jungs-Trainer-Team, die was das so noch nie gehabt haben, aber ich finde, sie haben es super gemacht. War ja moralische Unterstützung einfach auch und im Endeffekt hat es gut geklappt, aber wir werden in Zukunft wieder auf der Tribüne sitzen. Die erste Halbzeit war einfach, wir haben zu wenig unser Spiel am Platz gebracht. Wir waren nicht so mit der Energie drinnen, mit der Intensität, vor allem auch viele Zweikämpfe verloren, die knappen Bälle, die zweiten Bälle oft nicht gewonnen und so haben wir auch nicht das Spiel reingefunden, haben dann auch zu leichte Fehler gemacht, Bälle auch immer wieder schnell verloren, haben keine guten Umschaltmomente gehabt und das war einfach keine gute Halbzeit. Und so haben wir in der Halbzeit dann haben es nochmal klar angesprochen und die zweite Halbzeit war dann klar besser und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen von einer Entwicklung, von einem Reifeprozess von einer Mannschaft, auch für das ganze Team, für das ganze Trainer-Analysten-Team, dass sie es gut erkannt haben, ruhig blieben, Sachen angesprochen und es ist dann klar besser geworden und zweite Halbzeit haben wir, glaube ich, dann sehr ordentlich Spiel gemacht. Ich möchte noch eine Aktion, Christoph, aus der ersten Halbzeit ansprechen. Da gab es eine Unstimmigkeit bei Brandon Aronson. Kannst du das aufklären und ja. Die Aktionen, die darum. Es war ja knapp vor der Pause, dieser Einwurf von Brandon, aber das war sehr ein Missverständnis und sehr unglücklich, weil für das stehen wir als Mannschaft überhaupt nicht und so, während Brandon kennt, auch überhaupt nicht. Die Spieler haben sich nachher auch entschuldigt. Ich glaube, der Brandon hat es einfach nicht im Kopf gehabt, dass der Ball rausgeschossen worden ist.
Und darum hat das jeden leid getan, eigentlich gleich nachher. Ich glaube, fast alle Spieler haben sich dann entschuldigt, habe ich dem Trainer kurz gesagt, weil das ist überhaupt nicht Salzburg, für das stehen wir gar nicht. Wir wollen so auch kein Tor erzielen. Also das hat man dann auch, glaube ich, gemerkt, dass das einfach ein Missverständnis war. Hat natürlich dann die Gemüter ein bisschen erhitzt, aber das ist nicht unsere Art und Weise. Und darum tut uns das leid und vor allem Brandon hat es auch leid getan. Brandon hat sich auch beim Trainer und bei der Mannschaft entschuldigt am Weg in die zweite Halbzeit raus. Serien sind auch dazu da, um irgendwann zu reißen. Jetzt ist es in Wolfsburg gerissen. Ich habe noch damals was Bild für. War das insofern dann heute ganz viel wichtiger das Ergebnis als die Leistung? Ja, dass diese Aufmerksamkeit, dass man wieder drei Punkte und quasi auf die Siegesstraße zurückkommen ist, die man ganz kurz verlassen hat, weil es wäre auch in Wolfsburg eine Tode gewesen. Kann ich auch was? War das irgendwie so, weil es doch. Ach so. Die Leitschaft wirklich hat schon gehabt, dass Salzburg überhaupt nicht mehr verliert. Ja? Jetzt war, ist das passiert und weil es die Frage ganz wichtig war, im heute gleich wieder zu gewinnen und die Leistung gar nicht so wesentlich. Ja, ich glaube, da kann ich nur zustimmen und sagen, dass das Ergebnis heute, glaube ich, sehr wichtig war, um, sag ich mal, da ein Statement zu setzen. Da sind wir, wie gesagt, enttäuscht über die Champions League oder das Champions League Ergebnis. Aber ja, Champions League haben wir noch zwei Spiele offen und die wollen wir natürlich auch gewinnen und ja, Leistung bringen. Aber auf jeden Fall, dieses Ergebnis war heute sehr wichtig. Aber wir haben auch nachher kurz diskutiert, nach dem Wolfsburg-Spiel, wie ich mit Matthias telefoniert habe. Natürlich Serien oder so Rekordserien, das ist immer sehr interessant und das ist natürlich auch für die Öffentlichkeit extrem interessant. Aber wir wollen uns einfach wirklich, das ist so, sukzessive weiterentwickeln. Gute Spiele machen unseren Fußballspiel und dann erfolgt das daraus. Ja. Aber wenn wir uns so auf Serien konzentrieren würden, da würde man den Fokus auf das Wesentliche verlieren. Und das ist, unseren Fußball zu spielen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das weiterhin tun. Und man kann einmal ein super Spiel machen, in Wolfsburg haben wir ein gutes Spiel gemacht und kann verlieren. Und im Endeffekt, das ist Fußball. Und man kann dann einmal ein Spiel machen, was vielleicht von der Leistung nicht so gut ist, aber man gewinnt das Spiel. Drum, im Endeffekt, auf Dauer gesehen, ist gute Leistung erforderlich und das Wichtigste. Und dann werden auch die Erfolge kommen und Serien. Christoph. Richtig cool und super Geschichte für den gesamten Verein. Ich habe ganz viele Nachrichten gekriegt auch und Telefonate geführt, auch mit Trainern, die Jungs ja schon lange kennen. Der Niki ist, glaube ich, seit dem 12. Lebensjahr bei uns im Verein, der Junior seit dem 14. Also sehr, sehr lange Zeit. Da sind viele Trainer, viele Personen mit beteiligt. Einfach Jungs von unserem Verein, Akademiekinder kann man sagen. Und die gehen jetzt auch in die A-Nationalmannschaft, wie viele davor. Und das macht uns sehr stolz und ist richtig eine coole Geschichte. Letzte Frage noch, falls wir umso schöner. Vielen Dank fürs Dabeisein. Schönen Abend. Karim, viel Spaß beim Nationalteam. Christoph, danke. Gute Rückreise nach Salzburg. Danke. Wiederschauen.